Hallo mal wieder und willkommen zum besonderen Unboxing. Scheiße Farbe. Ja, was hat das hier zu bedeuten? Messer, ne? Unboxing. Auf jeden Fall kein RC. Ja, was wohl? Manche, die hier gerade zugucken, wissen es schon, weil ich die privat kenne. Ja. Ne? Ja, mein Netbook geht in den Bach runter. Dieses kleine Kackteil, da kann man YouTube eh mitknicken. Ja, ihr habt's gemerkt, Videoqualität, erst noch Full HD, 25 Mbits, dann nur noch Full HD 14 Mbits, dann nur noch 720p 14 Mbits, dann nur noch 720p 8 Mbits. Ne, das Ding will nicht mehr. Ja, da musste natürlich was Neues ran, ne? Und ich habe das Wissen mittlerweile nach 2 Monaten, sag mal, YouTube-Schulung, dass ich noch selbst zusammengebaut kriege und dann ein bisschen Geld durchspare. Na, fangen wir mal bei den Komponenten jetzt mit dem, sag mal, es wird immer spektakulärer dann. Fangen wir mal an. Die Festplatte ist die kommt so und dann noch in Luftpolsterfolie, aber das ist auch ein Paket. Also noch ein Paket drum, da kamen auch die anderen Sachen noch mit. Das Gehäuse kam einzeln, weil das riesengroß ist. Es ist alles von Mindfactory, oder da habe ich das bestellt. Und ich muss echt sagen, der Service von Mindfactory, unvergleichbar, supergeil. Man schreibt die an, die antworten einem innerhalb von maximal 24 Stunden, beraten einen sogar. Und ja, ich habe die auch gefragt bei manchen Sachen. Beispielsweise beim Mainboard war ich mir nicht ganz sicher und so weiter und mit Gehäuse etc. Ja, haben die mich toll beraten. Versandzeit, ich habe da 3 Bestellungen gemacht. Jedes Mal der Versand war, das ist die erste Bestellung, die hatte ich am Samstag bestellt. Und Montag ging das Geld bei denen ein. Und ja, Mittwoch war es da. Das liegt aber daran, dass unsere Post ultra langsam ist. So Anfang der Woche. Ja, die anderen beiden Bestellungen, sobald das Geld da war, nächsten Tag waren die Sachen hier. Ja, richtig geil, ne? Achso, das sind ja diese kleinen Trockenkügelchen, ich dachte gerade schon. Ja, ne, 1 Terabyte Western Digital Blue Festplatte mit 24 MB Cache. Ja, da hat 6 GBS SATA-Anschluss. Hier unten so wunderhübsch. Ja, das wäre dann die Festplatte. Und warum das hier gerade hier ist und nicht sonst wie oben bei mir auf der Werkbank, darum. Nicht gerade so, ne? Etwas unaufgeräumt. Darum muss ich das mal eben hier machen. Ich hoffe, das ist okay. Ist ja schließlich nur ein Unboxing. Das ist ja nicht so schlimm. Würde sagt, dass die Kamera gerade aufnimmt. Und ja, das tut sie. Ja, ups. Meine Hand. Als nächstes hätten wir dann ihn hier. Oder das hier. Das ist ein, ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht allzu sehr. Ein EVGA 500 Watt Netzteil, non-modular, das heißt nicht modular, mit 80 Plus Zertifikat. Sollte reichen, 80 Plus. 80 Plus Bronze, 80 Plus Gold, etc. Aber dann nach oben ist, ne? Ja, das hat auch eine sehr gute Bewertung, dieses Netzteil. Und jetzt mag sich, wenn die anderen Komponenten gleich kommen, einer fragen: WTF, warum 500 Watt? Das ist total übertrieben. Ja, ich muss sagen, eine Sache, die wird hier noch fehlen, oder eigentlich 2. Und zwar Grafikkarte und Bildschirm. Das war aber momentan immer Geld so ein bisschen knapp. Und ja, das kommt noch. Und das 500 Watt Netzteil ist wegen der Grafikkarte, nein, nicht AMD, sondern da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, eine Gainboard GTX 760 Phantom rein. Die hat einen maximalen Stromverbrauch von 170 Watt. Hat aber eine Netzteilanforderung von 500 Watt. Ja, und vom Bekannten habe ich mir sagen lassen, dass bitte die Anforderungen entsprechend, ne? Weil ich kann mir das vorstellen, vielleicht hat die Grafikkarte mal beim Starten oder sowas kurz einen Peak von 500 Watt. Und wenn das Netzteil das nicht liefern kann, nicht so gut. Weil das wird jetzt hier auch alles schön unboxed. Hier brauche ich nicht. Oh, sorry. Ja, warum sage ich sorry? Das ist meine Platte. Die werde ich jetzt nicht unboxen, weil was gibt's da zum Boxen anstatt aufreißen, fertig. Joa. Kommen wir mal zum Netzteil. Hier, das ist gerade noch so ein bisschen verpackt.
Hätte es nicht so viel gebracht, egal. Geht ab. Durch. So, aufreißen. Ist gut, dass das so ein bisschen hier noch diese Folie da drum ist, weil einfach kratzt die Schachtel nicht. Ist ja mal was. So, Segel ist noch zu. Also ist gut. Ja. Ich habe darauf geachtet, dass das nicht irgendwie ein Billighersteller ist oder sowas, weil ich finde, beim Netzteil sollte man nicht gerade so doll sparen. Das hier ist zwar ein relativ günstiges, aber so doll sparen, finde ich, sollte man nicht, weil Sicherheit etc. Ja, dann durchschneide ich hier mal das Siegel. So. Jetzt kann man das nicht mehr als neu verkaufen. So. Glaubt einem dann keiner mehr, weil das Siegel gebrochen ist. Oh, mir, das geht aber schwer auf. Übrigens, solche Messer sind mega geil zum Schachteln öffnen. So. Kurz gucken. Ja, alles im Bild. Stimmt. Dieser. Ich hatte da am Boxen von geguckt, das ist wie so ein Schuhkarton. Ups. So, da haben wir hier das kleine Datenblatt, nenne ich es mal eben. Ja, wen das jetzt, warte, was steht hier? Okay, wen das hier interessiert. Pause machen. Ne? Jo, dann haben wir hier wahrscheinlich die ganzen Kabel drin. Wie gesagt, ist nicht modular. Das sind fest dran, aber gesleeved. Finde ich ganz schick. Ja, also, das nenne ich mal, das hier ist ein Schuko-Stecker. Das nenne ich mal ein dickes Kabel. Ne? Der Stecker und das Kabel, das ist ja genormt die Größe und dann, ne? Was war das für ein Querschnitt? Wow, wo steht's denn? Das finde ich hier noch. Wo ist der Querschnitt? Hallo, Querschnitt? Ah, ich glaube, da steht was in Millimetern. Chicago Electronics. Ach komm! Sag mal, da steht doch sonst immer auf dem Kabel drauf, egal. Scheiß drauf, es ist dick. Das reicht. So, wie gesagt, ein schönes, mega fettes und, ja, was ist das? Ein Meter Netzkabel. Steht's denn hier vielleicht? Ja, ich will das wissen. 3 bis 500 Watt. Ein Quadratmillimeter Querschnitt, also richtig dick. Also drei Phasen, jede Phase 1 Millimeter dick. Also ganz schön beefig. Dann haben wir hier das relativ schwere Netzteil, aber schwerlichste gute Qualität. Kennen wir ja, ne? Ja, zum Beispiel bei solchen Sachen. Kann ich euch mal etwas Witziges zu erzählen, wenn ich hier das mal so ein bisschen auseinandernehme. Beim Bekannten, also mal eben zum Thema schwere Elektronik. Ups, Stativ. Bei einem Bekannten, der hatte sich mal so ein kleines Radio gekauft. Das war so mittlere Preisklasse. Und das war richtig schwer. Und da denkt man natürlich, ja, Qualität. Und der hatte das dann mal aufgeschraubt. Was war drin? Kleiner Sack mit Bleikugeln. Das ist echt wirklich lächerlich. Ja, und hier haben wir das Netzteil. Ziemlich schön. Ja, sieht sehr sauber verarbeitet aus. Ist halt EVGA-Qualität. Hier 500 Watt. Hier ist ein kleiner Schutz drauf. Sieht man, da glänzt das schön, aber davon werde ich eh nicht sehen, solange ich nicht unter dem PC gucke. Ja. Hier hinten ist so ein, ja, wie so ein Gitter. So kleine, was sind das? 1, 2, 3, 4. Fünfkant, ja, so eine Fünfkantlöcher, so eine Waben, ein An- und Ausschalter und ein Kaltgeräteanschluss. Ja, und 120 mm Lüfter, der soll extrem leise sein. Hier dann halt die ganzen Stecker mal eben aufmachen. Boah. Kleiner Tipp, die denken, okay, das ist jetzt ein bisschen lang, aber die hier aufbewahren, weil die könnt ihr später beim Kabelmanagement hinten im Rechner sehr gut gebrauchen, einfach die Kabel festdrehen. Fertig, da braucht ihr keine Kabelbänder. Ja, was haben wir denn hier alles? Einen ganzen Haufen Kabel. Boah. Alles hier schön mit schwarzem Sleeving. Aber ist halt noch durchsichtig, aber sieht trotzdem besser aus als nur die bunten Kabel. Hier haben wir einen 2x4-Pin
CPU-Anschluss. Ich kann jetzt hier nicht mit Fachausdrücken um mich werfen. Ich kann es aber nur sagen, was ich sehe. Ne? 8 Pin. Dann nochmal die hier. Ich habe, sorry, aber die ganzen Fachleute hier. Bitte spart euch die Kommentare mit, oh du Noob, das heißt so und so. Mach das wohl. Ich weiß, aber das hier ist der 20 plus 4 Pin ATX-Stecker. Das weiß ich. Ja, hier halt 20 plus 4 Pin fürs Mainboard. Ja, und halt noch Kabel. Und das packe ich mal eben wieder beiseite. Ich lasse das hier jetzt auch alles ausgepackt, weil ich baue dann den Rechner hier nach gleich zusammen. So, als nächstes haben wir hier einmal als Arbeitsspeicher Crucial Ballistic Sport, 8 GB, 1600 MHz, ein halt 8 GB insgesamt, zwei 4 GB Riegel. Ja, ich habe eben mal kurz die Heizung angepackt, damit ich geerdet bin und da keine statische Aufladung mehr habe. Dadurch kann ich die jetzt hier auch problemlos vorsichtig dort rausnehmen. So. Immer am Kühler, wenn dann anfassen und nicht an den Kontakten. So sehen die aus. Sind, ich sag mal, Low-Profile-Kühler. Nicht die extra Low-Profile von Crucial. Die sind dann nur halb so hoch, also so hoch wie so bis da. Da kann man dann wirklich die riesigsten Kühler drauf klatschen. Ja, da habe ich halt den. Als nächstes haben wir dann da als Mainboard, aka Motherboard, das Gigabyte H97 HD3 mit dem L50 Sockel. Das ist die oder eins von der Ultra Durable Serie von Gigabyte mit 100%, ich sag mal, festen, also massiven Kondensatoren. Beim Mainboard Bias einmal habe ich schon mal aufgemacht, reingeguckt. Zwei SATA-Kabel, 6 GB pro Sekunde. Einmal von Grabenstecker auf Grabenstecker. Und einmal von Grabenstecker auf 90 Grad Stecker. Mit diesem kleinen Metallhaken. Beide. Ja, bei den letzten waren übrigens noch die Schrauben bei. So, da haben wir hier das Mainboard. Wie gesagt, ich hätte das schon mal da draußen. Aber wir wollen das hier alles schön auspacken. Mal eben irgendwas finden, was weich ist, wo ich das drauflegen kann. Wie die hier. Sowas in einer Anti-Statik-Tüte. Weil die PC-Komponenten sind halt sehr empfindlich, was sowas angeht. Also was statische Aufladung angeht. Statische Aufladung ist, wenn ihr, keine Ahnung, Ballon auf dem Kopf reibt und dann die Haare so hoch stehen, beispielsweise. Ja, eben kurz wieder, bevor ich das berühre. So, Heizung anschließen. Damit es hier keine Defekte gibt. Also ganz vorsichtig. Ups. So. Ganz vorsichtig damit. Nur an den Rändern anfassen. Das ist ein Gigabyte Mainboard. Habe ich ja eben schon gesagt, welches. Ja. Hat einmal den L50, den LGA L50 Sockel. Intel halt. Und dann einen PCI Express 16-fach 3.0 oder 3.0 16-fach. Dann nochmal einen PCI Express 3.0 4-fach. Hier kann man zwei Grafikkarten drauf laufen lassen, allerdings nur AMD halt dann im Crossfire-Modus. Zwei Stück, also einmal im 16er-Slot und einmal im 4er-Slot. Und ja, und das ist ein Dual-Channel-Mainboard, das heißt 4 RAM-Slots. Kann ich im Dual-Channel laufen lassen, werde ich auch machen. So, das hätten wir. Ich pack's mal eben, aber vorsichtshalber, wieder in seine Statiktüte. Oder Anti-Statiktüte. Joa. Hat hier die ganzen Anschlüsse. Einmal 7.1 Audio. Ethernet-Anschluss. Viermal USB 3.0. Einmal HDMI. Einmal VGA. Einmal DVI. Zweimal USB 2.0 und PS2. Joa. Jetzt eben wieder drin damit. Kommen wir jetzt mal zu etwas Größerem, was ziemlich Großem. Und zwar dem Gehäuse. Das werde ich hier jetzt nicht unboxen, das stelle ich einfach mal eben auf den Tisch, weil das ist ziemlich groß. Und zwar haben wir da, das passt jetzt hier nicht ganz drauf, das Corsair Carbide. Yes, jetzt habe ich es richtig gesagt. Ich sage immer, ich vertue mich immer mit Carbide und Graphite. Carbide Series Spec 1. Das ist ein ATX-Gehäuse mit ziemlich großem Sichtfenster. Ja, muss ich nochmal sauber machen. Schutzfolie drauf.
und dadurch statisch aufgeladen etc. Ja, wenn man die PC-Komponenten da reinmacht, unbedingt vorher versuchen, das geerdet zu kriegen, weil sonst, ne, wisst ihr ja. Einfach ab damit. Da haben wir jetzt das Interieur vom Gehäuse. Wir haben zwei 3,5 Zoll ja, Schächte, sage ich jetzt mal. Werkzeuglose, das heißt einfach hier vorne, da sind zwei Clips drin, zack, Blende raus. Laufwerk oder Kartenleser halt 3,5 Zoll Sachen rein. Dann drückt das hier von innen dagegen, da wo eigentlich eine Schraube kommt, und dann macht man Push. Dann drückt man hier auf Push drauf, dann wird das da eingespannt und dann ist das fest. Ja, dann haben wir nochmal vier werkzeuglose Festplattenschächte. Nehmen wir eben einen raus. Hier ist das ganze Zubehör drin. Das biegt man etwas zur Seite und nimmt das dann raus. Ja, da passt eine 3,5 Zoll. Ich weiß die genauen Maße jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall eine normale Festplatte, wie die dort hinten. Oder hier mit den vier Löchern, da wird die dann festgeschraubt. Eine SSD. Davon, von diesen Schächten haben wir halt vier Stück. Ja, dann sind hier noch die ganzen Kabel. Einmal USB 2.0. Einer da vorne ist USB 2.0. Dann ein USB 3.0. HD Audio. Reset Switch. Power Switch. Und Power LED ist zum Glück mit Plus und Minus gekennzeichnet. Bloß die HDD-LED ist nicht gerade mit Plus und Minus gekennzeichnet. Da muss ich mal gucken, wie ich das rausfinde. Ja, und hier hinten drin ist schon vom roten 120mm LED-Lüfter das Kabel auch drin. Das sieht man jetzt bloß nicht, weil das ist hier hinten drin. Ja, man kann das Gehäuse einmal hier oben 220mm Lüfter, oder es wird zwar gesagt eigentlich, dass das nicht geht, aber ich weiß, dass es geht. Und ich bin mir jetzt bei den Maßen nicht genau sicher, 240mm Radiator. Oder wenn man hier vorne den den Käfig rausnimmt, kann man mit vier oder sechs Schrauben, ich glaube hier vorne ist das auch nochmal verschraubt, rausnehmen und hier vorne dann das gleiche nochmal. Und man kann hier auch noch entweder nicht nur den vorinstallierten 120mm Lüfter, sondern nochmal einen zweiten hier drunter. Das passt, oder der kommt dann hier rein. Oder 240mm Lüfter. Man hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Erweiterungsslots, und die Blenden hier hinten drin sind nicht Rausbrechblenden, sondern die sind verschraubt. Das heißt nicht rausbrechen und wegschmeißen, sondern die kann man auch wieder reinsetzen. Sowas sieht man eigentlich bei Gehäusen in der Preisklasse sehr selten. Man kann hier unten noch, hier hinten nochmal einen 120mm Lüfter rein. Und hier ist nochmal das fürs Netzteil. Das Netzteil sitzt bei diesem Gehäuse nicht oben, sondern unten. Das sieht man auch in der Preisklasse sehr selten. Das ist besser so, meiner Meinung nach. Das Netzteil kommt dann mit dem Lüfter nach unten. Darum habe ich auch gesagt, sieht man den Lüfter etc. nicht. Und hier sind kleine Gummifüßchen, damit die Vibration gedämpft wird. Und da ist ein Staubfilter. Das ist auch eine nette Sache, da kriegt das Netzteil immer Frischluft. Ja, eben wieder rein damit. Hallo? Ja. So, und hier vorne bei den beiden Lüftern hier, die Blende kann man einmal mit einem ordentlichen Ruck abnehmen. Oder das I.O.-Panel hier. Dann ist für diese Lüfter hier auch nochmal ein kompletter Filter. Bloß den muss man dann jetzt einmal von innen nach außen ausblasen. Aber dadurch kommt hier auch nur dann Frischluft rein. Halt, man hat ja aber noch oben die beiden Öffnungen. Ich habe mir eben das Fenster zugemacht, weil Nachbarn sind da gerade so ein bisschen am Labern draußen. Was ich noch vergessen habe hier, sind noch ein paar Sachen drunter. Nicht nur das hier, da ist einmal hinten die I.O.-Blende. Dann nochmal so Papierkram. Aber da ist nochmal der ganze Kram hierbei. Einmal Bedienungsanleitung auf Englisch, nur Englisch. Und eine Treiber-DVD. Aber dann mache ich mal weiter. Als nächstes haben wir den Prozessor. Da habe ich mich für den Intel Core i5 4460 entschieden. Ja, ist halt, habe ich mich dafür entschieden. Das ist die Boxed-Version. Ich habe trotzdem einen anderen Kühler, weil ich vertraue PCGH, und ja, guckt einfach mal. Ich verlinke mein Video in der Videobeschreibung. Da seht ihr, warum ich trotz einem anderen Kühler trotzdem die Boxed-Version genommen habe und nicht die Tray-Version. Halt, der Prozessor. Bin ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig, weil das ist das erste Mal,
dass ich einen Prozessor auspacke. Achso, hier an der Seite. Siegel zu. Ja, schön vorsichtig. CPU ist eigentlich hier oben drin, aber trotzdem. Lieber zu vorsichtig als zu unvorsichtig. So. Da kommt uns schon der ganze Kram entgegen. Ja, da ist der Boxkühler. Das winzige Ding hier. Ich halte nicht so viel von dem. Hier ist übrigens schon wärmepaste vorinstalliert, sage ich jetzt mal. Das heißt, da braucht man sich keine mehr kaufen. Joa, nehme ich den mal runter. Ups, da ist der Standardkühler. Wenn den wer haben will, 5 Euro. Wer noch einen CPU-Kühler für einen 1150-Sockel braucht. Ja, was voll niedlich. Das kleine Ding hier. Unbedingt immer so hinlegen wegen der Wärmeleitpaste. Ja. Was hätten wir dann hier? Hier ist die CPU drin. Oder der CPU, whatever. Jo, ganz vorsichtig. Ist der schon offen? Oder ist da noch Plastik drüber? Ist noch Plastik drüber, packe ich das noch nicht aus. Ist ganz schön schwer. Ich hatte noch nie einen Prozessor in der Hand. Ja, hier sind ein paar Anleitungs etc. und so. Anleitungssachen und so drin. Ob ich das da ernsthaft aufs Papier geklebt? Ernst? Jetzt wirklich? Oh, ernsthaft. Überlege ich mir mal, ob ich den da drauf mache. Vielleicht in dem Gehäuse, weil das Gehäuse hat ja eine große Sichtscheibe. Hier ein Intel Core i5 Sticker. Ja, eventuell irgendwo ins Gehäuse. So ein bisschen dekorativ. Ich schätze mal so ein bisschen in der Nähe des Motherboards. Joa. Schön zu wissen. Das ist halt der Prozessor mit dem Boxkühler. Wie gesagt, wenn ihr den haben will, 5 Euro. Plus Versand, zahlt ihr. Ja, und dann was mir echt tierisch Kopfschmerzen bereitet hat, tagelang. Ja, was für ihn hier wirklich unglaublich übertrieben ist, aber why not? Der Cooler Master Hyper 212 Evo. Das ist ein Kühler von gigantischen Ausmaßen. Der ist mal eben 158,5 mm hoch. Ich muss echt was dagegen unternehmen, dass ich hier die ganze Zeit gegen das Stativ komme. Auf jeden Fall der Kühler. Ja, ich hatte zuerst das Shakun VS3V Gehäuse ausgewählt. Bloß da passt dieser Kühler ums Verrecken nicht rein. Da fehlen 4 mm. Ja, weil das ist das Maximum, was da wirklich reingeht, sind 155 mm Kühler und der ist halt 158,5 oder 159 mm. Das Corsair-Gehäuse hat eine maximale Kühlerangabe von 150 mm. Ich weiß aber, dass da so ganz knapp noch ein 180 mm Kühler reinpasst von Noctua. Ja, und der halbe Millimeter, weiß ich, passt da noch rein. Und ja, schöne Sache, weil diesen Kühler oder den Lüfter dieses Kühlers kann ich auf einer äußerst geringen Drehzahl laufen lassen und der Prozessor wird trotzdem noch sehr gut gekühlt. Und ich habe ihn natürlich falsch rum ausgepackt. So, Karton leer. Was haben wir hier? Einmal so ein kleines Trocknungstütchen-Dingens. Das, was auch bei der Festplatte hier ist. Ja, ich sollte mal ein bisschen hier aufpassen mit den Sachen. So. Zubehörmäßig ist hier sehr viel bei. Der passt für welche ganzen Sockel? Für den LGA 2011, weil Intel ist, ja, das ist für Intel, der LGA 2011, der 1366, der 1156, der 1155, der 1150, der 775 und bei AMD der FM2 Plus, FM2, FM1, AM3 Plus, AM3 und AM2. Ja, das ist hier alles bei. Die gesamte Halterungsgeschichte, das ist ein Kühler mit Backplate, weil der Kühler ist schon ganz schön riesig. Und sonst macht das beim Motherboard eventuell mal Knack und dann war's das. Ja, da ist auch Wärmeleitpaste von Cooler Master bei, so ein kleines süßes Spritzchen. Werde ich aber vielleicht ein Viertel von brauchen. Ich trage das dünn auf. Ja, ich mache das mal eben auf hier, die Tüte. Ach, das wird das längste Unboxing ever. Na, aber ich unboxe den ganzen PC, wofür andere
Also wo andere für ein Auto unboxen. Ja, das ist hier das, was oben auf den... Oh, sogar mit so einer kleinen Einrastfunktion so. Was auf den Kühler so kommt, was dann aufs Mainboard schraubt. Hier muss man gucken, dass man die Schraube an der richtigen Stelle hat. Oh Gott, wie war das noch? Achso, so weiter rücken. Für den LGA 1150 Sockel. Muss ich gleich mal gucken, welche Position das hier ist. Und dann haben wir noch so ein Tütchen. Ich glaube, das sind die Abstandshalter. Oder so eine kleine Schrauben für LGA 2011. Aber habe ich ja nicht. Ich habe ja den 1150. Diese wunderschöne kleine Spritze mit Wärmeleitpaste. Süß. So eine graue. Ach, war gar kein Gewinde drauf. Einfach nur so. Ja. Kleinste Spritze ever. Und dann halt noch so ein bisschen Kleinkram. Was ich ziemlich gut finde. So ein Kreuzschlitz-Nuss-Ding. Da braucht man dann keinen extra Kreuzschraubendreher, sondern kein extra Nuss, sondern einfach drauf. Mit dem Kreuzschraubendreher kann man das Ganze dann festdrehen. Und ja, hier sind noch kleine Gummipads. Ich schätze mal, die sollen eventuell, bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Keine Ahnung, wofür die jetzt sein sollen. Muss ich mal in die... Ist eine vorhanden? Bedienungsanleitungsgerät. Ja, hier. Da mal reingucken. Was sagt denn? Oh Gott. Was sagt die denn? Ich sehe jetzt nichts. Das ist J. Oh Gott, ich kann kein... Was ist das? Polnisch? Was sind das alles für Sprachen? Hilfe. S, Viewcooler, F, J. Rubberpads. Ja. Kann ich auch jetzt nicht so viel mit anfangen. Ja, das ist halt... Schon wieder. Das ist halt der massiv riesige Kühler. Und ja, der hat richtig Gewicht. Hier mit 4 Direct Contact Copper Heatpipes. Die sind hier, ich sag mal, wie zusammengedrückt und flach geschliffen. Damit hat man, ich sag mal, direkten Kontakt zum CPU. Ist hier noch eine Schutzfolie drauf. Ein riesengroßer 120 mm Lüfter, der sehr leise sein soll. Der fängt an bei minimaler Drehzahl bei 9 dB und geht auf Maximum hoch auf 36. Aber Maximum werde ich hier drauf niemals laufen lassen, weil das Biest von Kühler, ne? Auf dem Prozessor passt schon. Joa. Das wär's dann eigentlich. Mehr habe ich hier jetzt nicht. Ja, und dann baue ich jetzt mal den Rechner zusammen.